Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Golf Super Rush. Ja, die Vorrunde des Rookie-Turniers, des Rookie-Cups, ich weiß gar nicht, was das ist, haben wir auf jeden Fall überstanden. Jetzt geht's zur Finalrunde. Dritter oder besser sollten wir werden, sonst kommen wir nicht weiter, sonst bekommen wir nicht unser Chroma-Abzeichen. Und ja, Torzeit wieder 30 Minuten geht's los, bis dahin könnte man üben. Aber ja, brauchen wir nicht. Einzige, was ich jetzt mache, ist, dass ich nochmal in den Shop gehe, nochmal ein paar Schläger kaufe. Was ist denn hier eigentlich alles? Ah, das ist bloß die Übersicht. Okay. Sehr schön. Gut. Das ist so schwarzes Brettmäßig. Schlage 5 Schläge mit einem Schläger oder solche Sachen. Weißt du, Quests? Genau, die können wir noch kaufen. Sehr gut. Wir bleiben mal bei dem da. Ah, die haben unterschiedliche Längen. Na gut, haben wir erstmal alles gekauft, ne? Wir haben jetzt alles gekauft, was man hier kaufen kann zurzeit. Läuft. Also es würde an sich einen bestimmten Achievement geben dafür. Wie gebe 5000 Münzen bei dem aus oder kauft das Sortiment vor dem Ende des großen Turniers oder so. Halt, Chef. Sind ihr da? Jetzt geht's um die Wurst, Leute. Also macht keinen Käse da draußen, ja? Das wäre mein Senf dazu. Auf geht's. Wurst, Käse. Okay, Essensanspielung. Haken. Mach mal einen Haken dran. So. Ja, stimmt, ich bin 18 Löcher, jetzt kommt es doch 10. Das stimmt jetzt schon schön aus. Und? Ich bin mal gespannt, wie weit Chuck schlägt. Der Chuck donnert davon. Aua! Chuck donnert echt alle um, ne? Ja, okay, er schlägt echt am weitesten. Schaut jetzt gar nicht so aus. Oh, okay. Schauen wir mal. Nein. Josh ist der Einzige, der es, glaube ich, geschafft hat. Dann bleiben wir erstmal auf. Ja, Josh ist sogar hochgekommen, guck. Mal gucken. 11, okay. Nicht mehr mitnehmen oder schade.
Schöne ist ja, dass die Zeit jetzt an sich auf den Grün das mega Wichtigste ist. Wir haben ziemlich weit geschlagen. Das ist schon mal wichtig. Oh ja, wie weit wir halt geschlagen haben. Pack zum Birdie. Nein! Ja, das ist ein bisschen weiter nach oben gezielt. Aber wir haben ein paar, guck mal, besser als die anderen beiden. Wir sind Zweiter, wir sind vor Odette. Yes! Chuck, dich holen wir auch gehört. Noch 12 jetzt, okay. Und? Schöner Schlag. Der hat Lust, dampft, ne? Schön weites Feld. Nur 22 Meter noch, ja gut. Schau mal, aber Chuck ist echt... ...stark, was das angeht. Man merkt halt schon krass, wie sehr man schneller ist. Normalen... Auf den Grün. Beziehungsweise auf dem Grün. Aua, Chuck! Echt? Pack zum Birdie. Komm! Ja, verdammt. Und ein paar. Besser als Yoshi. Weiß nicht, ob Chuck schon fertig ist. Okay, Chuck. Wo wollen wir noch nicht überholt? Aber Toadette ist ganz schön abgestürzt. Eieieiei. Wir werden wahrscheinlich Zweiter bleiben. Noch 13 von 18. Und. Schöner Schlag. Sehr gut. Was ja schon so ein Special hat, ne? Aber mein Charakter hat so nichts, der rennt einfach nur leuchtend rum. Schöner Schlag. Chuck ist auch fies, ne? Der Chuck hat alle niederweht. Viel, aber rein in Spaß und Boogie. Ah, nein. Schauen wir, wo wir landen. Nur noch Zweiter. Buhu ist 4 plus. Ja, ja. Okay. Na, schauen wir mal. Ja, noch 14 jetzt. Und? Kannst du natürlich auch, wenn es gut läuft, einen Hole in One schaffen.
Au, au, au. Ich muss echt noch gucken, wo ich denn die Dinge Facecam hinpacke. Ich habe keine Ahnung. Pack zum Birdie. Yes! Schönes Birdie. Birdie! Mhm. Okay, der Golfschläger ist das Teil unten. Der Chuck sah gerade aus wie so ein Game Boy Advance. So von der Form her. Und wir sind Erster! Nach 14 Löcher. Ha! 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 Sorry. Schauen wir, wie lange es läuft. Ja, noch. So bleibt. Wir haben ja noch. Und? Ein paar Löcher. Wir haben noch 4 Löcher. Schöner Schlag. Ach nee, ich bin im Bunker gefallen. Doch zu weit nach rechts gespielt, verdammt! Na, man kommt da raus. So ziemlich gerade. Schauen wir mal. Ja, 5 Schläge? Bogi, naja. Echt 5 Schläge? Sein. Das ist ein Handicap. Ne? Ja, wir sind immer noch Erster. Au. 13 Meter noch bis zum Grün. Hey, hey. Und, Schön erwischt. Oh. Und 3 Schläge. Schönes Paar. Paar, oh, ja, wir brauchen länger. Wissen wir, was mit Chuck ist? Der hat ein echt ein Ding gemacht, ne? Boogie. Ist es Boogie? Ich glaube, ja. Ja, der ist auch vor mir erstmals. Großer Yoshi immer auf Platz 6 und das ist gar nicht so schlecht. Und? Schöner Schlag. Also wie oft die halt diese Dinge auch einsetzen können, gefühlt, ne? Die respawnen die Dinger, sehr schön. Dinger meine ich in die Items, die hier rumliegen, also die Herzen. Das ist die Herzen. Zum Beispiel die Herzen aller Mädchen, die ich bald brechen würde, wenn ich international Bastard bin. 9 Meter noch. Das ist nicht so wichtig. Ah, Mist.
sehr schön. Besser als deine beiden. Bam, Alter. 17 inzwischen. Wir vor Chuck. Sehr gut. Jetzt kein Fehler machen. Letztes Loch. Reingebracht. Ich probier's einfach mal. Au. Jetzt kann ich, fehlt noch zum Ding. Zum Loch. Dass meine Münzen hier nicht sind, ne? Sorry, Yoshi. Ich mag dich echt gern. Geh weg. Auf dem Grün. Pack zum Birdie. Ja. Immerhin ein paar. Ein paar Schläge mehr oder weniger machen's aus. Ich habe mehr weniger Schläge als Chuck. Damit B1. Call your B1. Sehr schön. Nein, ist so doof angestellt. Für ein bisschen Turnierübersicht. Drei Stück als Boogie gehabt. Sehr gut. Score plus 2 Münzen, 1077. Sehr schön. Sehr schön. Mein geborener Golfer. Statt dem Eisenzeichen hast du ein Chromabzeichen. Super, dafür erhältst du einen Preis von 1000. Okay. Ah, viel Level-Ups. Okay. Dein Spezialsprint hat sich verbessert. Sehr gut. Oh. Ja. Das Lauftempo, das ist Spezialsprint. Mehr Schläge in den Schlägen, also mehr Kraft in den Schlägen, sehr gut. Reise nach Schroffstein. Okay, wir können noch mal gucken, was uns noch in Schroffstein erwartet, hätte ich gesagt. Ja, wir können wahrscheinlich in Schroffstein jetzt einen Haufen neue Sachen kaufen. Aus den Fehlern, Champion, geht's dir gut, vergiss nicht. Das wahre Golferleben geht für dich erst jetzt los. Sicher ganz aufregend, auf einen brandneuen Kurs spielen zu dürfen. Wie? Na, mit Chromabzeichen dürfen Spieler doch auf dem Schroffsteiner Platz antreten. Sieh mal auf deine Golfwatch, das ist ziemlich alles vermerkt, was du wissen musst. Ach, so ein praktisches Gerät aber auch. Vergiss nie, egal was für ein super Spitzenprofi aus dir wird, Würde hat in ihrer Herberge immer ein Bettchen für dich frei. Wunderbar. Erzähl mal auf die... Ne, da oben ist Schroffstein jetzt, ne? Ah, das da oben ist Schroffstein. Ja, 1, 2, 3. Fünf Welten haben wir, so wie es ausschaut. Kommt da noch was irgendwo dazu? So ein Status. Wir haben halt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Level. Ja, gut, wenn du halt alles hast, dann bist du der Beste. Ist klar. Tagebuch. Golf-Futscher halten, Golf-Karriere begonnen, Lektion abgeschlossen, Runde überstanden, Turnier-Erfolg. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt hier ging. Jetzt war ja nach Schroffstein.
können das ja auch problemlos rein. Schon in der ersten Folge wollte ich da rein. Das sind wir schon. Schön. Schön schaut es hier aus. Das ist eine Fliege, die genervt. Grüß dich, Gabau. Hast du ja Zeit gelassen. Wow, so ein Grumabzeichen macht echt was her. Glückwunsch. Wirst sicher gleich in Richtung Bronze aufbrechen, wie? Ja, du hast auch ein Grumabzeichen bekommen. Du bist immer Zweiter geworden. Aber so leid es mir tut, damit ist fürs Erste wohl Essig. Denn leider ist der Kurs hier gerade nicht gut in Schuss. Hey Chef, erzähl mal, was du mir eben gesagt hast. Sehe ich aus wie ein Nachrichtensprecher? Na, von mir aus. Das Gewitter gestern hat den Kurs komplett ruiniert. Ich bin absolut unmöglich, von dem Turnier ganz zu schweigen. Ach, nö. Wobei, eine Art Golf sollte man hier eigentlich noch spielen können. Sagt mal, habt ihr schon mal was von Crossroad Golf gehört? Crossroad Golf hat in Schroffstein eine lange Tradition. Dieses Spiel hat es für Top-Spieler genau das Richtige. Manche dieser Elite-Spieler kommen sogar auf unserem Kurs zurecht, wenn er in diesem üblen Zustand ist. Echt ein Hingucker, was die drauf haben. Allerdings arbeiten solche Leute ja auch mit Tricks, mit Spezialschlägen, um genau zu sein. Wenn du dir vor kurzem das Turnier mit Mario im Fernsehen eingezogen hast, dann hast du da schon mal Spezialschläge gesehen. Manche haben so viel Wucht, dass sie andere Spieler beeinträchtigen und deren Golfbälle wegschleudern können. Spezialschläge können die Bälle von anderen einfach so wegboosten. Also ein Strafschlag? Hammer. Ich brauche einen Spezialschlag. Wenn ich eine Ahnung hätte, wie man Energie einsetzt und damit Spezialschläge ausführt, würde ich es ja gern verraten. Aber naja, das sollte man lieber jemanden anderen fragen. Jemand mit Erfahrung, nicht irgendeinen geflügelten Fan des Sports. Also, Crossroad Golf ist auf jeden Fall ein Versuch wert, okay? Da geht so gut wie alles, solange man sich immer schön vorwärts bewegt. Viel Glück. Boah, gut. Was würde ich sagen? Machen wir das nächste Mal. Da vorne kann man die Übungsrunde Crossroad Golf spielen. Wunderbar. Schauen Sie auf der Watch aus. Ah, okay. Also, man springt automatisch von da nach da nach da. Okay. Gut zu wissen. Ich hoffe natürlich, euch hat die Folge heute zumindest gefallen. Mir auf jeden Fall. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen dicken Daumen nach oben da. Einen Kommentar, wenn es was sagen gibt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.